Ach so, da gab es eine Schriftrolle. Deswegen. Ah. Lalalala. Raven vanished, Lalalala. its wings licked the leaf. Oh Mann, es war so einfach. Und ich mach's mir mal wieder komplizierter, als es ist. Ah, schön, schön, schön. Manche werden sich jetzt wundern, warum ich das so gemacht habe. Ich habe einfach nur Spaß gehabt. jetzt muss ich allerdings mal überlegen, wie ging's denn hier weiter? Oh Gott, das war so eine Stelle, die mir ganz dunkel im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, ich muss tatsächlich da unten lang. Und da allerdings erstmal hinkommen. Gab's hier echt nichts mehr? Nö, echt nicht? Okay, jetzt bin ich überrascht. Ach, ich glaube, ich weiß wieder, wie es ging. Oder? Und das ist Pudels Kern? Ja, war's. So bin ich beim letzten Mal hier hingekommen. Ah, Erinnerung. Eieieiei. Ganz fiese Sache. Die optischen Sensoren kann man ja locker damit ausschalten, darauf kommt man ja auch. Aber eben so diese Schallgeschichte, das war ja so eine Geschichte. Also wisst ihr ja, so Geschichte, Geschichte. Gut. Okay, hier geht's schon weiter. Oh, why not? Eigentlich habe ich die Möglichkeit gewählt, euch möglichst ohne großes Aufsehen zu entsorgen, aber ja, wenn du es Kampf nennen möchtest, nenn es ruhig Kampf. Tschüss, meine, 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 meine. Was mache ich denn jetzt mit euch? Mal gucken, aus dir könnte ich einen tollen Geranientopf machen. Hi. Du darfst doch mal gerne liegen bleiben. Wobei, warte mal, den bräuchte ich sogar. Ich muss doch mal da hinten lucken. Klack. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Ich hätte ihn zwar jetzt nicht meucheln müssen, aber es war mir ein Bedürfnis. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, hatten die Hunde hier oder hatten die keine? Ich meine eigentlich, es müsste mindestens einer hier rumgerannt sein. Da kann ich mich allerdings auch gerade komplett irren, also da verlasst euch jetzt mal nicht auf meine Aussage. Lalala. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Wieso hat mich das Ding gerade nicht gemeuchelt? Ich stand voll drin. Ich habe keine Ahnung. Das Ding hätte mich platt machen müssen. Okay. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass das funktioniert hat. Ich hätte jetzt echt gerechnet, ich wäre tot. Hackfleisch, Hackepeter, Döner. Ey, da ist hier einer. Na, bist du öfters hier? Das gefällt mir aber irgendwie nicht, dass du hier an Schaltern rumdrückst, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Find ich nicht so sozial, was du hier machst. Aber gut, was willst du machen? Der Wett? Na, das geht ja gar nicht. Den kann ich ja gar nicht in dem Loch verstecken. Ach, für was hat man schon Löcher? Er hat Löcher gesagt. Flop. So, lass mal gucken.
Hi, öfters hier? Ach so, du schneist nur mal kurz rollen. Oh. Auch okay. Flop. Ha, diese Deppen. Multimilliarden-Dollar-Warnsystem und dann vergessen sie einfach mal ein paar Nischen dicht zu machen. Ja, stimmt, da war ja was. Sicht verdunkeln und der Typ wird nicht bemerken, dass so eine Kiste vor seiner Sicht ist. Wundervoll. Einfach nur wundervoll. Ja. Lass uns ganz kurz gucken. Da ist keiner. Schöne Sache, schöne Sache. Ah. Mal ganz kurz ein bisschen die Hand schütteln. Ah. Das Schlimme am Controller-Spielen ist, die linke Hand pennt irgendwann zwangsläufig an, weil man eigentlich nur den Daumen bewegt. Ja, und den Zeigefinger. Aber der Rest, ah. Ich hasse das. Nix Halbes und nix Ganzes. Na komm, wach auf. Bah. Gut. Besser. Ha, jetzt kribbelt's. Schön. Ja, ja, Wand besteigen, das kenne ich schon. Dann stört sich ab und alle lachen und ha, 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 lustig. Aber nicht mit mir. Ha, ha. Nicht mit meinen überlegenen Skills, Intellekt, Zeug, Käsekuchen. Dude, was machst du da? Ja, das ist eine richtig schöne Kiste, die du hast. Also, Respekt, schöne Kiste. Ach, weißt du was? Ich meine, der Typ hat doch offensichtlich kein Leben. Der guckt die ganze Zeit dieselbe Kiste an. Von dem her habe ich ihn einfach mal erlöst. Ich war so frei. Ich glaube, der Sicherheitschef ist ein bisschen angepisst. Glaube ich jetzt mal nur so. Hat das jetzt eigentlich einen Sinn, warum ich hier rumturne wie ein Berserker? Ich glaube eigentlich nicht. Nee, ich glaube echt nicht. Dazu müssten ja mal ein paar Tore offen sein, was sie leider nicht sind. Upsala, da gehe ich schon wieder ein bisschen zu weit. Besser gesagt, der Zeit ein bisschen voraus. Okay, hier kann ich wieder schön drehen. Na, dann drehen wir doch mal ein bisschen. So, gut. Nein, auch nicht. Du siehst mich nicht. Oh, lalalalal. Machen wir es mal am besten so, ohne große Risiken. Sonst würde der mich ja erkennen, sobald ich am Stromkasten hänge. Ah, jetzt wird das Ding richtig interessant. So rum wollte ich ja dann. Gut, gut, gut. Nächster Checkpoint, okay. Schöne Sache. Assault against the clan. Now he's the only thing standing between us and Karajan. How quickly the serpent has become the mouse. Ach, die Frau ist so poetisch. Mhm. Kann man echt nicht motzen. Eigentlich könnte man schon, aber ich will gerade nicht. Ladidu, ladida. Hi, mein Freund. Du glaubst doch nicht, dass ich dich übersehen hätte. Daddy, 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 du. Kelly seems to think he'll face him like a glorious samurai. Guess he doesn't know much about ninja. Na, ich glaube, das ist so ein Ding der Allgemeinheit. Keiner weiß viel über Ninjas. Sie können über Wasser gehen, sie tragen gerne schwarz, sie sind wie Neo nur ohne Sonnenbrille. So was in der Richtung. Habe ich richtig geraten? Ja? Geil. Hi! Da hat er Flip gemacht.
Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Nadidadidu. So. Da-da-da-da-da-da. So, ich würde da allerdings auch mal ganz gerne beiseite treten. So. Bye bye. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei dem Wachoberfuzzi hätte ich jetzt irgendeinen coolen Spruch loslassen müssen. Ebenso Actionfilm-mäßig. Ja, es hat sich ausgeleuchtet oder so. Oder, keine Ahnung. Moment, 9 von 9? Geile Scheiße. Das nicht übel. Das echt nicht übel. Oh ja. So, blutiges Gesäusel. Oh ja, hätte ich sehr gerne. Danke. So, dann gucken wir uns noch die Cutscene an und dann sind wir für heute auch schon fertig, würde ich mal sagen. Denn ihr wollt das Zeug ja auch das Wochenende sehen. Und das dauert ein Weilchen. This is unacceptable. As I can't straighten myself, well, I'll go to the source and take care of it myself. We've tracked the Count to a stronghold in Eastern Europe. He may be cornered, but be careful. He's sitting on a stockpile of weapons with his best troops surrounded. So, und unser nächstes Ziel dürfte klar sein. Wir dürfen den Typen platt machen. Ja. Wir dürfen uns um den netten Herrn kümmern, der uns beim letzten Mal entkommen ist. So, gucken wir hier nochmal kurz rein. Ja, alle wachenden Katakomben töten. Aha, schleiche dich unentdeckt in die Festung. Ja, wird schon funktionieren beim nächsten Mal. Gut, Leute, dann haben wir beim nächsten Mal ordentlich was zu tun und freut euch schon drauf. Die Natur wird uns ins Handwerk pfuschen, denn bei Blitzen kann man uns hier gut sehen. In diesem Sinne, schöne Vorfreude aufs nächste Mal. Wir werden rumnoben wie die Großen. Ich freue mich auch schon drauf. Ganz ernsthaft, eines der wenigen Spiele, wo ich mich echt drüber freue, wenn ich aufliege. Das Ding ist eine richtig geile Herausforderung. Kann's echt nur jedem empfehlen. Momentan ist es gut bei Steam im Angebot bis Montag. Ich glaube 66% reduziert, ich kann es echt nur jedem empfehlen, besorgt es euch. Und ich glaube Kisuna könnte das auch gut gefallen. Kisuna Ihara, Steam. Ah, komisch, was war denn das? Ja, in dem Sinne, bye bye.